So, machen wir weiter. Ich lasse das immer noch nicht auf mich sitzen. So, mach Musik auch wieder ein bisschen an. So. Meine Skills. Kann ich denn Athletics, kann ich trotzdem skillen, auch wenn da ein wenig drauf ist. Schwert kann ich noch nicht. Aber das werden wir jetzt drücken. Erstmal gerade. Bis wir das hier im Plusbereich haben und dann drücken wir Schwert auf einmal nach. Das ist jetzt Ziel. Running, running. Climbing, nein. So. Das gibt mir leider nicht viel, aber immerhin ein bisschen. Kann ja wohl nicht wahr sein. Ich weigere mich immer noch zu akzeptieren, dass ich sterbe. Ja, das Spielchen hatten wir ja schon. Wir werden natürlich niemals aufgeben. Den Krieg gewinnen wir ja. Und warum habe ich immer noch nichts gefunden? Okay. So. Meine Skills sagen, das sieht schon mal. Ja. Aber das wird besser. Schwert ist immer noch im Minus. Ich könnte jetzt noch mal Running und Horse nehmen. Das wäre vielleicht vom Vorteil. Obwohl Horse scheiß drauf, ne? Nimm noch mal Running. Machen dasselbe noch mal. Geht schon nicht höher. Guck. Also ich muss die. Ah, okay. Ich hätte da vielleicht noch einen anderen Skin nehmen müssen. Ja, natürlich ist der Sieg auf meiner Seite. Das hatten wir ja schon. Schade, Logistik ist gefehlt, aber okay. So. Das haben wir. Meine Skills sagen immer noch Minus. Alter Vater, wann kriege ich das denn weg? Climbing und Swimming muss ich hier mitlernen. Okay. Das ist jetzt alles der Tests. Klasse. Hier Climbing, das Swimming. Don. Die beiden müssen jetzt über 25 sein. So, immer noch Status und Titel, das finde ich ganz brauchbar. Decoration fällt, ja, ich weiß. Schokolade. Docs fällt, fällt, fällt. Ich will das gar nicht in den Mund nehmen. Ich habe doch gar nicht gesagt, dass ich das will. Lol. Wieso sterbe ich denn jetzt als Schokolade? Da war. Also, irgendwie scheint hier gerade der Wurm drin zu sein, liebe Leute. Und ich weiß nicht warum. Tut mir schrecklich leid, wenn das hier gerade nicht so klappt, wie sollte. Aber ich weiß auch nicht, warum es nicht funktioniert. Ich drücke doch nicht zu schnell. Kann das vielleicht sein? Weil ich will das ja möglichst schnell beiseite tun. Das, was der Imperator sagt. You will do. Nein, ich werde nicht sterben. Ich weigere mich zu akzeptieren, dass ich sterbe. Ich bin der Präsident. Ich werde nicht sterben. So, das sieht schon besser aus. Na, pfui, Fliege. Weg. So. Ja. Ja, komm, über 25. Jawohl. Ja, Krieg bricht aus. Der Weg ist auf meiner Seite. Ja, okay. Strategy and Logics ist egal. So, meine Skills sagen, jetzt könnte ich Swimming nehmen und Running in meiner Klasse. Running und Swimming. Okay, geht nicht mehr als 50. Ja, until the other Alexa 25 or higher. So, ich weiß nicht, ob ich den direkt auf 25 kriege. Wahrscheinlich nicht. Ich muss noch einmal. Hold a Tournament. Ja. Status und Titel.
Die werden wir, glaube ich, immer fällen. Sehe ich ja gar nicht ein. Hier. From the Duke. To find chocolate. Wieso nehme ich automatisch das Stück in den Mund? Ich will das gar nicht. Was mache ich denn falsch? Vorhin hatte ich doch die Auswahl. Test Poison failed. Was mache ich denn falsch? Leute, was habe ich denn eben anders gemacht? Nein, nicht Titelscreen. Oh Mann, 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 Mann. Was sage ich denn anders? Ja, ich nehme mal gerne was im Mund. Das ist natürlich auch eine Begründung für sich, Dennis. Aber ich frage mich trotzdem, irgendwas mache ich jetzt gerade anders als eben. Und die Frage lautet, was? Was mache ich anders? Muss ich... Wo ist ein Poison? Da oben. Aber in Medizin habe ich so 0 Punkte. Intellektuell, seht ihr, habe ich keinen Bonus. Der größte Bonus ist hier. Ich könnte jetzt hier Running nochmal nehmen. Was habe ich denn woanders genommen? Habe ich Eleganz vielleicht genommen? Das kann sein. Roll die Männer, dass ich da wahrscheinlich nochmal... Und jetzt hier ein Athletic Running... Dass ich die noch mitskillen muss. Einfach das königliches Benehmen nach Motto, ich futter nicht so viel Schokolade in mich. Das könnte unter Umständen gewesen sein. Behaupte ich jetzt erstmal. Ja. So. Jetzt könnte ich hier noch Compose und Climbing. Oder ich nehme Noven. Nein, History ist mir egal. History hat ja nichts damit zu tun, auch wenn mein Bonus da grandios drauf ist. Ich nehme hier noch Climbing und hier nehme ich... genau, dann machen wir das so. So. Vielleicht muss ich einfach mehr Zurückhaltung üben, versteht ihr? Dass ich dann sage so, nee, ich bin eine feine Prinzessin. Darf nicht sämtliche Schokolade in mich reinfuttern. Ich glaube auch echt wunderbar, dass es immer fällt. Gibt es keine vernünftige Chance, dass man das wegdrücken kann? So. Ja, ich will zurückhalten. Ja, aber irgendwas muss ja hier gerade funktionieren. Ich probiere es jetzt, indem ich die beiden wieder drücke. Mut, das könnte jetzt gut sein. Agility, Quatsch, Athletics, Running und Climbing. So. Das müsste jetzt auf 50 sein und das geht auf 26. Tournament. Oder hatte ich da irgendwie, vielleicht, nein, das macht nichts aus, wenn ich Gold gebe. To find chocolate. Hier, genau. Compose war der Grund. Ha! Seht ihr? Also, das haben wir schon mal behoben. Gott sei Dank. Das speichern wir auch direkt. Nur für alle Fälle. Override. Return. So, und mein Mut, okay. Skills nehmen wir. Jetzt können wir Sword nehmen und Running. Ja. Sicher ist sicher. Weapon, Sword und Athletics, Running. Dann haben wir höchstwahrscheinlich die beste Chance. Na, 44 nur zu Running 50, glaube ich. Ja, ich weiß. So, und jetzt haben wir das Turnier, genau.
Mounted Parade. Ich glaube, da waren wir noch ganz gut dabei. War elegant. Tun wir uns da zumindest gut. Und jetzt, was passiert eigentlich, jetzt mal ganz ehrlich, wenn ich sage nein, habe ich vielleicht einen anderen Check? Wir akzeptieren es erstmal. Hoffen, dass das funktioniert. Und der Check fehlt. Schade. Ja, dann sind wir da tot. Dann probieren wir es mal gleich mit Nein. Vielleicht ist es dann auch da einfach nur das Ausweichen. Skills. Running Sword. Running. Random Sword. Oh fuck, ich hab Musician gedrückt. Boys, fällt, 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 fällt. Ja. So, was ist, wenn wir refusen? Reflex on Running Success! Woohoo! Moments later, he staggers and collapses on an assortment of arrows standing out from his body like pinned through a cushion. It's really not the best idea to attempt a murder in front of an entire tournament of trained warriors. After the tournament, a minor tragedy is revealed. One of the stewards apparently had an incredibly sweet tooth and dared to steal a piece from your recently received chocolate. He had a sweet tooth. The chocolate was poisoned. When you ask questions, it turns out that the merchant house, which supposedly sent you this present, never existed. Someone has tried to kill you, but you don't know who. Alles klar. 100%. So, das speichern wir direkt, weil ich will, er hatte mir eben dummerweise den Check da vom Pferd, obwohl scheiß drauf, ob wir gesungen haben oder nicht, ne? Mein Gott. Löffel und Zahnstocher den Mund nehmt. Ey, ihr seid doch alte Lumpen. Egal, wir haben überlebt, Leute. Wir haben überlebt. So, damit das ja nicht wieder vorkommt. Das nächste, was wir üben, ist nochmal Präsenz. Und hier kriegen wir jetzt gerade viel, viel höhere Werte. Wir werden das Schwert gleich auf jeden Fall. Ja, obwohl, ne, wir müssen Archery and Pole Arms nochmal mitdrücken, ne? Hier. Climbing und Swimming nehmen wir hoch. Das ist eine gute Idee. Hier sind die Werte gerade nicht so berauschend, aber Präsenz und Swimming nehmen wir. Nehmen wir mal Präsenz und hier nehmen wir Agility. Ne, Athletics, Swimming. So, weiter geht's. Wir sind nicht gestorben. You plant your feet in a strong stand. Achso, ja, dass wir uns wieder vorstellen, wir sind ein Baum. Und jetzt das Schwimmen. Oh, schön, 20 Punkte. You get comfortable in the water, splashing around and holding your breath to go underwater. You practice walking and hopping through the shallows, feeling the difference in resistance that the water applies on your movement. Alice spricht mit uns. My lady, your father wished to speak with you. He said it's urgent. Fine, I'm coming. You find your father standing over a map of the coastline, his face grave. Ships have been sighted approach from Shangia, not trade ships, it's a war fleet. What? Within a week, they will be in Novan water. Within two, they could reach the capital. Then we will fight to defend ourselves. You can try to use the treasury phone to hire additional soldiers, but it may be difficult on short notice. Wir rekrutieren natürlich Söldner. Fine, we do that. You will need to draw up a naval strategy for our ships to carry out. You could choose to act as admiral and lead the fleet in person, but the danger to you would be great. Unless you think your personal skill will make the difference, it would strongly advise against it. Wir natürlich. Wir haben, ja, wir natürlich tun wir die Flotte anführen. Wir haben nämlich ziemlich gute Kriegseinstellungen. Do your best noble survive. So. Oh, geil. Wo kriege ich jetzt, warte mal, mein Mut ist hier. Ich muss Willful irgendwie kriegen. Oh, fuck, da hätte ich auch mal eher drauf kommen. Ich hätte einfach plus Willful drücken können, ne? Willful, hier. Sneak out. Willful, Willful, Willful. Alles klar. Wir gehen ein bisschen raus. Hey, Jan. Wunderschön.
Schön, dass du da bist. Wir haben mittlerweile viele Tode überstanden. Wir wären nämlich, sind ein paar Mal an vergifteter Schokolade gestorben und haben ein paar Messerstiche in den Rücken gekriegt. Was äußerst schlecht war für unsere Gesundheit. Hier, guck mal, da sieht doch schon besser aus. Pressured ist unser Druck. Wir müssen vielleicht gleich ein bisschen Lonely machen. So, was sagen denn meine Skills? Meine Skills sagen, wir drücken jetzt. Was drücken wir denn jetzt? Hier sind wir gut dabei. Naval, ne? Hier, Naval, genau. Da gehen wir gleich nochmal richtig sauer. Da gehen wir gleich jetzt nochmal richtig dick ein. Wir gehen in den Krieg. Das wollen sie, einen Krieg? Den können sie haben. So, wo haben wir? Military. Strategie und Military. Naval. So, Leute. Ihr wollt einen Seekrieg? Den könnt ihr haben. Ihr werdet sterben. Elendig. Hier. Bam. 100% Strategie. You have nothing more to learn about strategy. Tja, dann sollen sie in den Krieg ziehen. Danger on high seas. Ships close in each other. Angling into range. Here, climbing fail. What? You take your position with a spyglass. Watching the enemy movement closely and shouting out any necessary changes in plan. Erst die Guten. Was? Überlebt? Ja, ich hab's überlebt! The Cheyenne force greatly outnumber the Normans. This is unlikely to end well if you had more soldiers available. The eventually outcome is not in your favor. The Norman ships are sunk and scattered and the force is pressed toward landfall. Ha! Yeah, da! Success! Your guess of strategy allows you to reconcent when the tipping point has been passed and order your remaining vessels to retreat before they are all destroyed. This saves lives, but it means leaving the Norman approach completely unguarded. Many good soldiers were lost today and Norman trouble not be ended. Since you have failed to repair the invasion, the Shangjia fleet will soon land and the troops will begin to restore what your capital city. Your remaining soldiers will hold them off as long as possible, of course, but the main strength of your military has been exhausted. Nova's future look bleak. Nicht so gut, ne? Also, ich werde dann morgen wieder streamen können, allerdings ohne Ingame-Sound, werde aber die Musik einspielen. Ah, schön. Das ist doch gut, wenn du morgen wieder da bist. Wir nehmen ein bisschen Lonely, weil wir sind ein bisschen unter Druck. Wo kriegen wir denn Lonely schick her? Hier, Afraid und Lonely. Wo kriege ich Afraid? Afraid ist hier, ne? Wir tun ein bisschen depressed. Das. Ne, wir wollen nur Afraid. Ja. So. Die wollen immer noch Krieg. Ich sollte vielleicht. Ich meine, ganz ehrlich, ne? Wir sind da echt gut drin und wir nehmen Logistics und Climbing. Athletics in Climbing und Logistik im Militär noch. Das ist eine gute Sache. Behaupte ich jetzt erstmal. Climbing. Wir sind eben nämlich dummerweise beim Klettern runtergefallen. Yo. Was der Druck. Ja, das sag mal, Mädchen. Ich muss hier ein ganzes Königreich regieren. So, Logistik, 100, ja? So, klettern, komm. Über 40 will ich auf jeden Fall. Fast 50, das ist schön. So. The invasion of Nova is proceeding. Your coastline is under Shangjia control. Soldiers have marched through village, trembling fields and frigid citizens. A diplomatic delegation from China has requested access to the castle to discuss terms, most likely for your surrender. You lack the strength to hold off the armies, and surrendering now will save many lives. It would seem that you have no choice. You prepare yourself at best. You can meet with a representative from China. You expected diplomats and a military representative, a general or an admiral. You didn't accept the handsome man decked in jewel who now standing before you. A man announced by your severance as Togami, King of Shania. Failed, failed, danke. Is he really the king? Why would a king come all the way here? Ach, guck mal hier. Sense magic failed. Also es muss irgendein Zauberer sein. My dear young lady, how difficult this must be for you. Such responsibility at such a tender age. Ha, hier, da. Da wenigstens was geschafft. You yearn to slap the false sympathy of his oily face,
but you force yourself to remain calm. War benefits no one, don't you think? Such a terrible waste. Better to settle things in a civil manner. A contest, a game, so to speak, with Noven as the stakes. Should I win, then your domain will submit and accept me as overlord with no further resistance. Should I lose, then my army will lead your domain in peace and shed no more blood. What sort of game? It is well known that Noven is ruled by Lumens. As it happens, it's supposed the power of a Lumen. I proposed a formal duel. My power against you, the winner takes control of Nova, the loser dies. But I'm not a Lumen. Eigentlich nicht. Mama war ja eine, ne? Ich hab das wohl auch im Blut, aber hab's nie gelernt. Spiel Schach. Du kriegst das Geld, ja. Same network. Okay. Well then, go and find your crystal. Becoming a Lumen is a very simple matter. Then we can have our duel. What's the point? You know I can't win. Why don't you just kill me now? Because that's not the game. You want to save your people, don't you? I want to fight a Lumen. If you refuse, then the war will continue. I sweeten the deal. Sweeten the deal. If you meet me in a formal Lumen challenge, I call off the invasion even if I win. Really? I swear by the gods, Noven will be free and safe. Why take that risk, you winning the war? It's not your land that I want, it's your crystal. To gain your power, I'm willing to wager my own. Shall we begin? Since magic failed. I don't like this. What choice do we have? Yeah, accept the terms. Then I must. No, not my little girl. You want to fight the Lumen ruler of Nova? Your father reached in his pocket and pulled his shimmering blue crystal, which he placed over his heart. Illuminate! Boop, 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 boop. Und er verwandelt sich in Sailor Saturn! Your hair stand on end as a veil of blue sparkles settle over your father, crawling into his skin. When it's over, the jewel has been absorbed into his body without a trace. Fight me! Leave her alone! Well! This is not what I expected, but it will serve my purpose as well. Daddy? Be quiet, Elodie. You are not a queen yet! You are forced to sit and watch as the two men work out the details for the duel at its stakes, then take the place in a careful watered circle. Your father crosses his arms, summoning up a thick gray fog that swirls around him, hiding him from view, but the Shanji King copies a cloning butterflies while driving into the fog and blows it apart. Then the invades clap his hand together and chants. Fiery red lights clustered over his fingertips and merged together into a pulsing blob. Before erupting toward was your father. He resisted with a beam of blue, catching the infernal energy and pushing it back to Togen's direction. Boah, Alter. Wenn der König stirbt, bist du Königin. Ja, so sieht's aus. Ich hoffe, dass ich bald durch habe. Alter Vater. You know what the outcome will be. You know it all along. Tugin is a trained Lumen, eager to demonstrate his power. And your father was your father. Plus 10 depressed. Whee! The blue crystal reappears, lying beside your father's body like an infinity discard blanche. Das Wort kenne ich gar nicht. Baubel? Baubel? Keine Ahnung, was das bedeutet. But now that blue color is colored by a faint wash of red. The smirking king of Shanji sweeps the crystal off the floor and tucks it away into the ropes. How fitting. First, I ended your mother's life and then your father's. You what? You didn't think her death was an accident, did you? That took careful planning. And now the Noven power is mine. And you even get to live. He holds a hand in front of him. The elegant robe dangerously freely. Now kneel and kiss my hand. Never, not in 1,000 years. With a scream you launch yourself at Sharing King, prepared to go down fighting. Of course, it takes only a touch of the magic to end your life. Okay, also wir kommen anscheinend an eine Phase, an der es hart wird, weiterzukommen. Also hier haben wir gerade
Letzter Try übrigens, bevor wir wieder sterben. Hier haben wir gerade das. Dafür so viel, ja, das sag mal. Hier haben wir gerade das Turnier überlebt. Und wir wissen jetzt, alles klar, wir müssen klettern üben. Weil wir sind das letzte Mal nicht runtergefallen beim Klettern. Klettern und Swimming. Okay, klasse. Athletics, Climbing and Swimming. Tun wir das erstmal gerade trainieren. Weil da waren wir ex dezent scheiße drin, sorry. Oh, fuck. Ich dachte, das hätten wir gespeichert. Wow, bitte lass mich das nochmal überleben. Ich bin hier nicht schwören können, ich habe es gespeichert. Was hatten wir eigentlich angesagt? Refuse, ne? Fucking hell. Ha, genau. Ja, Reflex und Running Success. Ja, dann speichern wir das gleich ganz schnell nochmal. Weil so wird er nämlich erschossen und wir kommen weiter. Meine Schokolade war vergiftet. So, meine Stimmung war willful, pressure drunter. Also plus lonely. Irgendwo plus lonely 2. Willful und lonely. Genau das, was ich will. So, und das Erste, was wir jetzt speichern, ist Override. Woche 33. 100%. So, wir wissen ja jetzt schon, was uns erwartet. Das heißt, wir drücken jetzt nochmal Klettern und Naval Strategy. Ja, das klingt gut. Klettern und Militär, Naval. Ja. Ha, ich lasse mich doch nicht einfach von so blöden. Ich feuer den auf die See. Hau ich ihn um. 25 oder higher, ja, ich weiß. Daddy kommt, er sagt, da kommen Leute, ich weiß. Recruit Soldiers. Natürlich tun wir die Flotte regieren. Weil wir haben die besten. Ein bisschen lonely und willful. Lonely und willful. Sneak out. Alles klar. So, ach, guckt euch diesen Blick an. Wir sind tief entschlossen. Ich schwör's euch. Bruder. Magic Ding skillen. Ja, das sagst du, sag ich. Weißt du, was ich brauche um Lumen? Da kann ich jetzt erst überhaupt skillen. So, Climbing haben wir. Wir müssen aber jetzt auf jeden Fall nochmal die Strategie hier nochmal beides nehmen. Ich habe keinen Bock auf eine Schlacht abzukacken. Wir haben ja eben gespeichert, das können wir ja, ne, Gott sei Dank, notfalls nochmal wiederholen. Nicht, dass ich da scharf drauf bin, aber ich gehe in keine Schlacht, ohne beide Sachen 100% zu haben. Ich will den von der See fegen. Der soll nicht mal einen Fuß als Leiche auf meinen Grund und Boden setzen. Das sag ich dir. So, Climbing failed. What the fuck? Weird Range War failed. Hier, da schaffen wir es. Toll. Willful. Was nehmen wir denn? Dass ich am Klettern, dass ich am Bouldern scheitere, ne? Wenn du nicht genug Leute hast. Ich habe ja welche rekrutiert. So ist es ja nicht. Willful und cheerful. Cheerful, cheerful, willing, cheerful. Cheerful, 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 da. Was macht auch Yielding? Cheerful und lonely? Lonely, lonely. Ja, da kann ich mitleben. So, ach, guck mal, das ist das schönste Gesicht. Kurz bevor wir verrecken, haben wir nochmal ein richtig hübsches Gesicht. So, Skills. So, jetzt können wir Lumen immer noch plus 0. Warum? Okay. Was? Was ist jetzt gerade sinnvoll? Vor allem, wieso, wo bin ich in meinem War durchgefallen? Es gibt nirgendwo diesen Punkt War. Ja, eigentlich auch unlogisch, ne? Kompost habe ich halt voll durchgeskillt. Ich sehe auch nirgendwo War-Check.
Naja, aber wir wissen ja zumindest gleich, was uns erwartet. Unglaublich, dass wir Climbing versagt haben. Pff. Economics Trade. Medizin, da sind wir auch durch bei. Auch so lustig. Hier habe ich der Punkte und hier habe ich keine. Geh weg. Nehmen wir History, wa? Noven. Ich bin gerade nicht sicher, ob es Noven ist. Foreign Affairs World. Nehmen wir die Welt, ne? Einfach um zu wissen, dass das ein Schleimer ist. Aber das nützt mir nichts, wenn ich Loom sowieso durchfalle. Aber naja, gut. Schaden tut es vielleicht gerade nicht. Vielleicht kriege ich ja irgendwie einen Trigger. Oh, ich sage euch, das wird jetzt. Wir kommen in eine haarige Phase, meine Freunde. Wir lächeln nochmal. Ja, ach fuck. Ja, das nützt nichts. Bin über 50. Fuck, habe ich nicht aufgepasst. So. Mal. Compost failed. Ich weiß gar nicht warum. Okay. Nein, ein noch. Ein, an der allerletzten. Definitiv. Der Vorteil ist, wir haben jetzt diesmal brauchbar gespeichert. So. Lumen habe ich nichts. Aber wir haben gesagt, wir müssen erst Swimming und dann Climbing. Okay. Swimming und Climbing, damit ich hier Climbing über 50 kriege. Weil wenn ich da wieder runterfalle, nützt mir das nichts. Probieren wir es erst damit und dann nehmen wir den Compost. Klasse. Athletics, Swimming und dann Climbing. Okay. Swimming ist über 25. Oh, ich habe ein neues Outfit. Woop. Wollen wir wetten, dass es ein Badeanzug ist? 5 zu 1 wette, es ist ein Badeanzug. So, jetzt kriegen wir erst zu hören, dass die kommen. Hier, Recruit Soldiers. Ich sag die ganze Zeit, wir sollen Soldaten holen. Wir tun die Flotte dirigieren. So, was haben wir gesagt? Wir wollen Lonely und Willful. Lonely, Willful. So, neues Outfit. Bin ich doof? Siehst du gerade? Ach, hier. Ah! Sportoutfit. Hallo. Na, ihr kleinen Pedobärchens? Wer freut sich da? Na, kommt, das ist doch genau das Richtige für euch. Aber wir ziehen den Krieg. Wir haben keine Zeit. So. Mehr klettern. So, ich kann jetzt klettern nehmen. Und zwar nehme ich jetzt erst Compose und klettern dann. So sieht es nämlich jetzt aus, meine Freunde. Klasse. So, damit ich den Check nicht schon wieder faile. Erstmal wird geklettert wie ein Weltmeister. Wir bouldern uns den ganzen Morgen durch die Gegend. Und dann ziehen wir den Kompost nach oben. Ja. So, wenn ich da jetzt schon wieder den Fall. So, mach mal. Climbing, Success, jawohl! Wenn ich Magic mal beherrschen würde. Warf, Test, War failed. Was, da auch noch? Swimming failed? Jetzt tue ich klettern und sauf ab. Es ist traurig, dass ich bei diesem Spiel mehr sterbe als bei anderen. Jetzt kann ich klettern und saufe ab. Ich schwör's euch, es ist nicht mehr witzig. Ich krieg dich, dummes Spiel. Ich kriege dich. Jetzt ertrinkt er schon, ja. Es ist grausam, oder? Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal. Ja. Schön, dass ihr euch kaputt lacht, aber ich will ein verdammtes Königreich regieren. Kann ja wohl nicht wahr sein. So, wir machen Schluss hier. Hölle mit dem. Kann ja wohl nicht wahr sein, ey. Ich sehe nicht ein, ich will dieses Spiel durchspielen. Ich will diesen Scheiß hinter mir haben und ich werde nicht als Sterben durchgehen. Kann ja wohl nicht wahr sein. Oh, ich habe direkt umgeschraffen. Oh, fuck, ich habe direkt der Rungschraffen freigespielt. Was haben wir denn bekommen bei Long Live the Queen? ja. Nicht die besten. Oh, ist das eine Erlösung, den ganzen Kram loszuwerden, ne? Boah. Ja, tausend Dinge, an denen man sterben kann. Mann. Ich sag's euch, das war jetzt anstrengend. Ich muss mir eine Lösung dafür einfallen lassen. Ich bin gerade diesen blöden Schwertkampf entkommen. Ich habe die giftige Schokolade überlebt. Dann schaffe ich es zwar,
Alternativplan, wir gehen das nächste Mal nicht auf die See, weil anscheinend saufen wir da ja ab. Wir bleiben zu Hause. Wir tun auch nicht mehr rekrutieren und skillen dann in der Zwischenzeit, ich weiß noch nicht was. Da müssen wir mal schauen, wie es da weiterläuft. Wir wuseln uns da einen Weg durch. Ich schwör's euch, wir ziehen das durch. Ja, ich sehe nicht ein, dass ich dieses Spiel nicht als Sieger verlasse. Das kann ich nicht akzeptieren. Das dulde ich nicht, meine lieben Freunde. Das dulde ich nicht. Oh Mann, 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 Mann. Alter, ich sehe es gerade, ne? Erstmal nochmal dickes Dankeschön für die Follower. In dem Fall an Negan, Megapaul, an Jan. War das Gamebox, wenn ich mich nicht täusche? Vielen lieben Dank. Und dann nochmal ein liebes Dankeschön an die ganzen. Ja, ich glaube, das war echt ohne Scheiß. Das war der Tag mit den meisten Donations. Nein, nicht Schleim, aber echt ohne Scheiß. Heute war ja der Schnaps- und Schraubentag. Alter, echt ohne Scheiß. Dankeschön dafür. Ich freue mich da gerade tierisch drüber. Das sind 18 Euro, ne? Ey, Dankeschön. Muss ich mir was mal für einfallen lassen, wie ich das sinnvoll wieder an euch zurückgebe. Ich möchte das Geld ja letztendlich nicht für mich. Ich möchte mir immer wieder zwischendurch Kleinigkeiten holen, wo man dann schöne Community Packs oder so holt, wo wir dann immer ein bisschen was zusammenspielen können. Ja, mir fällt nichts mehr ein, außer echt Dankeschön zu sagen. Morgen geht es weiter. Morgen gibt's Evoland, meine lieben Freunde. Da machen wir dann auch weiter, weil das Spielchen möchte ich dann auch hinter mir bringen. Wir haben nämlich noch so viele Spiele, die wir spielen wollen, ne? Die ich noch gar nicht alle mit euch gespielt habe. Das ist ja katastrophal. So viel noch zu tun. Ach, eigentlich müsste ich jeden dritten Tag, jeden zweiten oder dritten Tag streamen, aber dann habe ich kein Real Life mehr. Das wäre auch schade. Ja, ist schlimm, ne? Man möchte so viel gleichzeitig machen. Und das ärgert mich jetzt auch ein bisschen, dass man halt so stirbt, weil ich möchte dieses Spiel gerne mit euch beenden. Ich finde es ja auch schön. Also das Spiel ist jetzt nicht so der Brüller, aber es ist halt unheimlich amüsant zu sehen, wie ihr im Chat drauf abgeht. Und das ist wohl auch der einzige Grund, warum mir dieses Spiel halbwegs Spaß macht und warum ich den Scheiß hier mitmache. Weil ihr halt so viel Laune macht, ne? Ach, was soll ich denn sagen? Das geht mir auch so. Deswegen 24/7 Stream nur, um mal alles zu zocken. Ja, ich könnte mich hier auch hinstellen und die ganze Zeit nur irgendeinen Kram zocken, aber ich glaube, wenn man es übertreibt, wird es irgendwann auch langweilig. Und ich bin eigentlich ganz froh. Wir sind hier eine nette kleine Community von 10 bis 12 Leuten, die mir immer regelmäßig zuschauen. Da bin ich auch ganz dankbar für. Ich schaue ja auch, ich konsumiere ja auch. Also wenn ich die ganze Zeit nur streamen würde, hätte ich auch gar nicht die Gelegenheit, den anderen zuzuschauen. Wie Bumbi, wie den Kunter. Hoffentlich kommt Kunter irgendwann mal wieder. Die Anja, die zuschaut. Den Fred, der hoffentlich bald wiederkommt. Und wenn ich richtig gesehen habe, Jan will auch wieder loslegen. Ich habe die letzten Male nur ganz grob gesehen, dass du es versucht hast, aber irgendwelche Probleme hattest. Freue ich mich auch drauf. Ich möchte ja nicht nur einfach nur anbieten, ich möchte ja auch genauso konsumieren. Ne, das Angebot. Weil es auch wirklich viele nette andere Streamer hier gibt. Und kann ich auch nur empfehlen. Also nochmal ein herzliches Dank an alle, die zugeschaut haben. Ende des Monats kommt Kunti wieder. Das ist schön. Dann hat der Kunti endlich auch mal einen richtigen PC und muss nicht mehr mit seinem Laptop. Das ist halt so traurig beim Kunti. Man sah das Bild mit dem teuren Mikrofon und das und das und dann macht er das über den Laptop. Der Kunti, der kann so viel mehr. Und ich denke mal, so, komm Kunti, da und dann mit dem Laptop. Genau. Konsum! Ja. Leute, was soll ich sagen? Ich bin zutiefst gerührt heute, was heute los war. Wir haben einen richtig guten Run übrigens bei The Flame in the Flood gehabt. Ich glaube, da machen wir das nächste Mal auch weiter. Das war der Hammer-Run, ey. Shit, die Welt an. Wir haben auch noch so viel. Ich habe hier echt eine Liste, müsst ihr euch mal überlegen, bei mir auf dem Desktop, wo steht, was ich angefangen habe an Spiele, die ich noch mit beenden möchte. Oh, Evoland kann ich mittlerweile übrigens runterstreichen. Da sind wir fertig. Machen wir dann. Punch Club haben wir noch, meine Freunde. Das haben wir auch mal angefangen. Das müssen wir auch mal zu Ende bringen. Oh, Limbo haben wir auch durch. Guck mal. Ja, muss hier, ich habe die Liste länger anscheinend nicht mehr gepflegt. I Am Bread haben wir noch ein Level. Müssen wir auch noch zu Ende machen. Bioshock 1. Ich glaube, das ist auch noch eine Session. Dann sind wir da durch. Long Live the Queen. Bioshock. Was habe ich hier stehen? Punch Club. AVP. Rimworld. I Am Bread. Party Hard. Bioshock 1. Long Live the Queen. Lost Castle. Ist zwar nie durch, aber da kann man halt zwei Durchläufe machen.
Dick or Die, im Moment recht weit hinten. Und Castle Crasher möchte ich eigentlich ganz gerne mal einen schicken Stream machen mit der Katze und der Leni zusammen. Da haben wir dann nämlich zwei Agro-Miezen drin. Hatte ich sowieso mal geplant gehabt, aber dazu muss ich mir leider irgendwie Katzenohren besorgen, dass wir da mal einen Katzentag machen. Ich habe nämlich immer noch Collateral Damage, was ich euch zumindest einmal zeigen möchte. Das habe ich für, ich weiß gar nicht, 1 Euro und ein paar Zerquetschte geschossen gehabt. Ist super witzig. Aber halt auch nur für einmal. Das sind so Pläne, die ich alle habe, und da muss ich schauen, dass ich die Zeit finde, das zu realisieren. Freue mich natürlich immer, wenn ihr zuschaut. Ich höre meinen Namen. Guck, da wird sie wach, die Leni. Leni, wir sind gestorben durch Schokolade, wir sind gestorben durch Schwert, wir sind gestorben durch Ersaufen und wir sind gestorben durch Magie. Wir befinden uns jetzt in einer sehr heißen Phase bei Long Live the Queen. Sorry, ich bin am Bewerbung und bla schreiben und voll abgelenkt. Leni, guck mal, der Jan freut sich auch, dass du da bist, Leni. Und Leni, auch nochmal an dich ein dickes Dankeschön für die Donation. Warte mal. Ups. Nee, warst du heute gar nicht. Huch, Entschuldigung. Bei der anderen hatte ich mich schon bedankt gehabt. Und zwar gehen die an Cestrix, an Honda, an Sadan, an den guten Bumbi und die Füchsin, was höchstwahrscheinlich auch Anja ist. Ja, da ist er wieder, die Liebe im Chat. Ja, genau. Gestorben durch Schoki, kann ich verstehen, aber der Rest nicht. Nein, ich bin mittellos. Ach, bist gar nicht mittellos. Ja, Leute, ich beende das jetzt. Wir haben es wieder 10 vor 10. Wir tun das hier seit 4 Stunden live schalten. War schön mit euch. Wie gesagt, morgen hau ich nochmal Evoland raus. Dann machen wir ein bisschen RPG-Abend. Mir macht persönlich im Moment Evoland echt Schlaune. Das erinnert mich an richtig gutes als RPG wie aus Super Nintendo-Zeiten. Chat loben, Chat liebe. Ja, und für Leni muss ich auch noch ein bisschen das Sarkasmus-Schild noch bearbeiten. Ich habe da erstmal nur so eine Vorabversion, aber das wird schon, meine Freunde, das wird schon. Das sehe ich ganz chillig. Was hummst du vor dich hin? Gehe ich noch mal? Was? Gehst du noch mal eine rauchen oder online? Kannst ja gerne online gehen, aber ich werde leider dann jetzt gleich offline gehen, weil ich muss dann gleich ins Bett. Ich muss hier noch ein bisschen was machen und dann bubu, ich denke laut. Online. Ja, kannst du ja gern machen. Ich weiß ja nicht, wie es mit anderen aussieht. Ich weiß, dass ein paar Leute auch noch Urlaub haben. Mal sehen. Außerdem, du bist eine junge, dynamische Frau, ja? Glaub mir, wir haben hier auf Hitbox diverse Männer, die freuen sich, dich zu sehen und dir zuzuschauen. Ne? Guck mal, der gute Oni ist ja durch dich gekommen, der Mega-Paul. Den Jan habe ich jetzt auch mal ein bisschen häufiger hier wieder gesehen, der war ja auch schon beim Kunter mit dabei. Und die liebe Negan. Die Negan war, glaube ich, die gute Frau, die die Füchse malte. Ne? Hab ja noch Room 2. Oni ist durch mich gekommen. Ja, dazugekommen in den Streams. Ist schön, dass ihr euch hier alle so einfindet. So, liebe Leute. Macht's gut, bevor ich hier noch weiter scheiße Sülze vor mich hin. Ach so, Negan ist ein Mann. Oh, ich dachte, das wäre eine Sie. Entschuldigung. Man sieht so schlecht das Geschlecht im Nick. Sorry. Ja, bitte mal Zeit, dass Sie einführen hinter Nicks das festgelegte Geschlechtskennzeichen. Schlimm mit euch. So, ich verabschiede mich jetzt, bevor ich mich noch weiter um Kopf und Kragen rede. Schön, dass ihr hier wart. Ich freue mich auf morgen. Keksip. Ach, Keksip war die Kleine, die mal guckt. Genau. Wisst ihr Bescheid? Oh, warte mal, Pause. Nein, hier, da, danke fürs Zuschauen. So, wisst ihr Bescheid, ne?